Erwartung ist, ja, ich möchte dir einerseits die schönen Sachen zeigen von Schwammendingen, wo man einfach fast nicht glaubt, dass es die bei uns gibt. Und ich möchte dir auch einen Teil von unseren hässlichen Sachen zeigen, das gehört leider auch dazu. Und die Schulhäuser, ganz viele Sachen. Und dann so ein bisschen die Fäden zusammenheben von allen politischen Parteien und von allen Anliegen, wo wir, weil wir doch sehr eine breite Bevölkerungsstruktur sind. Ich finde es aber ganz toll, dass heute Corinne Mauch, allerdings in ihrer politischen Funktion, jetzt heute bei uns ist. Ich freue mich auch riesig, dass sie auch so zahlreich jetzt hier kommen, mit mir schauen, was eben Dorothea vorgeschlagen hat, was wir anschauen in Schwammendingen. Ich habe auch selber eine spezielle Beziehung zu Schwammendingen. Ich könnte ihr leider nur ganz einen kleinen Teil zeigen, auch aus zeitlichen Gründen, aber es ist sehr wichtig, weil wir genau auf dieser kurzen Strecke, die wir hier machen, eben wirklich die ganze Vielfalt sehen können. Die ältesten Obstbäume von Schwammendingen. Schwammendingen hat von der grünen Stadt Zürich einen Baumkataster bekommen, wo alle Bäume, die einen Stamm breiter haben als einen Meter, aufgenommen worden sind. Und Schwammendingen hat fast 500 verschiedene Sorten Bäume. Habe ich nicht gewusst. Gell? Das Bauernhaus ist bereits schon mal abgebrannt und ist 1934 wieder aufgebaut worden. Und hat die Schür dran gehabt. Und eine Ruine, die im 34 bereits schon mal wieder aufgebaut worden ist, nochmal aufzubauen, haben wir gefunden, nein, dann lassen wir lieber den grünen Platz. Da hat es einen Haufen Schulhäuser und einen Haufen Kinder rundherum. Die könnten das zum Spielen benutzen. Und dann hat uns Denkmalpflege einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Problem ist, dass Schwammendingen 28.000 Leute hat, Menschen hat. Dass das unser einziges Altersheim ist. Und wenn man da hin will, wartet man im Augenblick 4 Jahre auf den Platz. Es wird da hinten gebaut und es wird in 3 Jahren fertig sein. Und es ist ein ewiges Werk und es kommt und kommt nicht. Weia hat gesagt, schon wir dingen das kinderreichste Quartier, wir brauchen dringend Schulen. Und am Donnerstag senden sie immer vom Radiostudio, das sie selber betreiben, die Schüler, eine Viertelstunde auf den Pausenplatz raus. Ja, das haben wir jetzt eben können platzieren und haben den Kids auch noch die Kamera gegeben. Es gibt dann noch ein Making-of von dem Film, der wird noch besser als uns. Ja. 1995 hat man die Tendenz gehabt, die ganze Stadt Bach wieder zu öffnen. Oder? Und das hat rechte Widerstände gegeben, weil man gesagt hat, dann haben wir wieder eine Mutterflagge und das und dieses. Und wir haben dann das als Schwammendingen geschafft, den Bach wieder aufzumachen. Der geht jetzt durch die Bade durch. Und es hat nie irgendwelche Probleme gehabt, außer dass ich in meinem Keller Es ist die Autobahneinfahrt Aubruck, der sagt man Hosenbein im Volksmund. Im Ursprungsprojekt war das Hosenbein versprochen, dass das offen bleibt. Jetzt sagt Astra und der Kanton, dass es Sicherheitsprobleme gibt. Wir finden, wir können die Einwintertourenspur zutun und dann wäre das überhaupt kein Problem mit mir auffällt. Es gibt hier überall neue Genossenschaftshäuser, die möglicherweise dann nicht mehr ganz die gleichen Mietpreise haben, aber ich denke, wo gute Wohnungen werden zu guten Preisen auch für die Stadt Zürich. Und Schwammendingen hat, ich weiß nicht, ich glaube etwa 70% Genossenschaftswohnungen. Also es ist wirklich, das gehört zu unserem Quartier. Nein, ja, ja. Immer klar gesagt, dass für Zürich ist einer von den riesen Vorteilen, dass wir eben so einen hohen Anteil an Genossenschaftswohnungen haben. Also das ist jetzt extrem hoch, 70%. Das habe ich nicht gewusst, dass der Rat viel ist in Schwammendingen. Und gesamtstädtisch sind es etwa ein Viertel, also 25%, die gemeinnützig bewirtschaftet werden. Und davon sind etwa 5% städtische und 20% also genossenschaftliche Wohnungsbauten. Das ist das einer der grossen Trümpfe, die wir haben in der Stadt. Also eben nicht in diesen Marktmechanismen, einen grossen Teil der Wohnungen nicht in diesen Marktmechanismen ausgeliefert sind, wo es eben darum geht, Gewinn zu machen. Also das ist aus meiner Meinung eher etwas, was man noch stärken muss in der Stadt Zürich in Zukunft. Einfach halt zum Durchmischung gewährleisten und dass jeden und jede in dieser Stadt wohnen und nicht nur die, die mit dem dicken Portemonnaie dann daherkommen.
Thea, kurz, hat der Rundgang deinen Erwartungen entsprochen? Ist das, hast du das können sagen, was jetzt wichtig ist? Ja, hat es. Weil wir die schönen Sachen haben können zeigen oder? Und auch neue Sachen haben können zeigen, die man eben in Schwammerdingen wirklich nicht kennt. Unsere vielen Bäume beispielsweise. Oder? Und dass wir die Sachen, die im Augenblick zu oben stehen, das Hosenbein, die Autobahn-Einfahrt, dass das uns extrem wichtig ist und dass wir alle Unterstützung brauchen, die wir haben können, damit das offen bleibt und das eine gute Geschichte wird. Schon gesagt, es ist nur ein kleiner Teil gewesen. Und ich habe den gut gefunden. Also es hat wirklich so ein bisschen Spektrum von links bis rechts gezeigt, wo wir hier in Schwammerdingen haben. Und was mich aber noch wichtig dünkt, also wir machen vom Quartierverein aus etwa 5 oder 6 Führungen dieses Jahr wieder. All das so viel teilgenommen haben jetzt an dieser Führung. Ich habe es sehr interessant gefunden. Hosenbein eben ist im Gemeinderat jetzt natürlich immer schon ein Thema gewesen. Einhausung seit Jahren schon ein Thema. Es war für mich jetzt sehr spannend gewesen. Und auch mit euch auch über eure persönlichen Erlebnisse zu reden, wann ihr zum einen oder zum anderen einen Bezug habt. Ich glaube, das ist etwas, das ich in meine Arbeit so oder so mitnehmen kann. Sei es jetzt Stadträtin oder Stadtpräsidentin. Und für das ganz herzlichen Dank. Das ist für mich sehr wertvoll. Also ich wahrgenommen als eine sehr charmante und warmherzige Person. Und ich würde mich einfach total freuen, wenn wir am 28. könnten feiern. Corinne Mauch, unsere neue Stadtpräsidentin. Ich finde das ganz toll, dass sie auf das Schwammerding gekommen ist und mit uns den Rundgang gemacht hat. Und ich hatte sehr, sehr Freude. Sehr interessant gewesen. Ich möchte mich auch bedanken für die netten Informationen, die wir hier erleben dürfen. Und dass Corinne Mauch hier gekommen ist. Und ich hoffe, sie wird gewählt als Stadt. Präsidentin.